Hallo, herzlich willkommen. Geht es euch gut? Ihr seht hier diesen Menschen neben mir, ihr kennt ihn nicht. Der ist ganz neu, wir sind gespannt, wer das ist. Wir wollen uns mit ihm unterhalten. Ich habe 7 Fragen für ihn. Die erste Frage lautet, wer bist du eigentlich? Erzähl mal. Hallo, herzlich willkommen. Mein Name lautet Sandor Bela. Mein Gebärdenname ist wie Sand, wie die Gebärde Sand. Ich bin gehörlos und blind. Gut, vielen Dank. Okay, die zweite Frage lautet nun, was arbeitest du eigentlich? Erzähl mal was von deiner Arbeit. Ich arbeite in einer Behindertenwerkstatt im Auftrag von Audi. Aha, nun zur dritten Frage. Bist du taubblind geboren oder wie hat sich deine Taubblindheit entwickelt? Ich bin gehörlos geboren, konnte gut sehen, allerdings war mein Gesichtsfeld etwas eingeschränkt, eher nach vorne gerichtet. Im Dunkeln konnte ich nicht so gut sehen. Dann im Alter von 13 Jahren erfuhr ich zum ersten Mal, dass ich eine Augenkrankheit hatte. Ich brauchte neue dicke Brillengläser. Und der Arzt sagte mir, dass ich mit zunehmendem Alter erblinden würde. Das traf mich. Ich war aber nicht traurig, akzeptierte das. Und dann, ja, im Alter von 20 Jahren fing dann konkret die Gesichtsfeldeinschränkung an. Das schritt dann langsam voran. Da war ich schon auch traurig und musste mich dann auch zusammennehmen. Aber ja, dann gingen die Jahre dahin und ich bin endgültig mit 44 Jahren erblindet. Kommen wir zur vierten Frage. Wie viele taubblinde Menschen gibt es denn überhaupt hier in Deutschland? In Deutschland sind es ungefähr 3.000 bis 4.000. Davon ist ein Teil gehörlos und sehbehindert, der zweite Teil taubblind, der dritte Teil schwerhörig und sehbehindert und der vierte Teil schwerhörig und blind. Die unterscheiden sich untereinander auch wiederum. Meine fünfte Frage lautet nun, ich würde gerne wissen, wie du Jesus angenommen hast, wie du zum Glauben gekommen bist und wie du zu den Adventisten gekommen bist. Erzähl uns davon. Als ich ein kleiner Junge war, da war ich in einem katholischen Heim für gehörlose Kinder. Und die Nonne, die saß neben mir und zeigte mir eine Kinderbibel mit Bildern aus der Bibel. Ich schaute sie mir an und war sehr interessiert und die Nonne erzählte mir die Geschichten dazu. Sie erklärte mir die Bilder. Und so blätterten wir die Kinderbibel durch.
an der Stelle mit dem Kreuz, da war ich ganz erschrocken. Ich wusste nicht, was das heißt, und die Nonne sagte, das war ein braver und unschuldiger Mann. Darüber dachte ich nach, aber ich verstand es nicht. Dann, eine Weile später, besuchte ich die Zeugen Jehovas durch meine Eltern. Ich verstand allerdings nicht alles und ja, nur bruchstückhaft. Später habe ich die christliche Gebärdengemeinschaft besucht und habe dort viele Gehörlose getroffen, mit denen ich mich unterhalten konnte in Gebärdensprache. Aber ich verstand trotzdem nicht die Bedeutung dieser Kreuzessymbolik, warum Jesus sterben musste für mich. Dann noch eine Weile später besuchte ich die Adventisten und lernte sie kennen und forschte in der Bibel. Und die Adventisten, die brachten mir bei, was dieser Kreuztod Jesu für mich bedeutete. Als ich das begriff, da habe ich Jesus gespürt und habe ihn in mein Herz aufgenommen. Ich wurde still und freute mich sehr. Dafür bin ich dankbar. Meine sechste Frage lautet: Ich würde gerne wissen, wie du dir Mission unter taubblinden Menschen vorstellst, so dass sie auch mit Gott in Verbindung kommen. Wie stellst du dir die Verkündigung vor? Also, ich würde mir wünschen, dass ich mit taubblinden Menschen in Kontakt treten könnte, um sie zu Jesus zu führen, dass sie ihn kennenlernen, so wie er ist, dass sie seinen Charakter kennenlernen. Das wäre mein Wunsch. Und ich wünschte mir auch, dass ich die Taubblinden in den Gottesdienst einladen könnte. Dass sie mit gehörlosen Adventisten in Berührung kämen und die schon gebärden können. Dass das miteinander klappt, die Kommunikation. Dass also auf beiden Seiten, auf gehörloser und taubblinder Seite, auch die Gebärdensprache als Grundlage vorhanden ist. Für die Predigt zum Beispiel könnten Dolmetscher eingesetzt werden und die Taubblinden könnten sie über taktile Gebärden verstehen. Wenn 3, 4 oder 5 Taubblinde da wären, bräuchte man entsprechend 3 oder 4 oder 5 Dolmetscher, die sich dann über taktile Gebärden verständigen. Jetzt hast du nochmal den Raum und die Zeit dafür, ein paar persönliche Worte an uns zu richten. Ich wünsche mir, dass die taubblinden Menschen sich freuen können, dass sie mit Jesus in Beziehung stehen, dass sie nicht traurig sind über ihre Taubblindheit, sondern dass sie wissen mögen, dass es eine neue Erde und einen neuen Himmel geben wird und dass Jesus alles neu machen wird, dass wir wieder sehen können, dass wir hören können und das in alle Ewigkeit. Darauf freue ich mich. Das war schön. Wir freuen uns, dass du gekommen bist. Wir danken dir, dass du auch die Zeit dir genommen hast, hierher zu kommen, dass wir dich interviewen durften, dass du uns von dir erzählt hast. Das war sehr interessant. In Deutschland gibt es ja 3.000 bis 4.000 Taubblinde, aber es gibt ja auch überall auf der Welt noch viel mehr von ihnen. Wir wollen an sie denken. Wir wollen für sie beten. Wir wollen ihnen helfen, soweit es geht, damit auch die Gemeinschaft der Taubblinden größer wird und sie Jesus kennenlernen und wenn er wiederkommt, mit ihm in den Himmel auffahren. Vielen Dank, Sandor.
Tschüss.